Hallo Leute, ich werde alt. Und das merke ich natürlich auch im Rücken, in den Schultern. Aber jetzt ist Schluss mit dem Bewegchen. Ich habe mir dieses Wasserrudergerät gekauft, das Sportstech WRX 1000. Denn jetzt muss endlich was passieren. Meine Frau, die trainiert ja schon seit einem Jahr mit ihrem Peloton. Dazu mache ich natürlich demnächst auch nochmal ein Video, ganz klar. Und ich hatte vor einem Jahr angefangen, auch mit dem Hula-Hoop-Reifen zu trainieren. Aber jetzt muss mehr gehen. Und deswegen Wasserrudergerät Sportstech WRX 1000. Ich packe das Gerät jetzt mal aus, aber nur im Schnelldurchlauf, denn das sind wirklich sehr, sehr viele Teile. Dann baue ich es mal auf und dann zeige ich euch die Funktionen. Aber schon mal vorab eine Info, wenn ihr technisch nicht so versiert seid, beziehungsweise ihr könnt, ich zeige es euch mal ganz kurz, schlecht Zeichnungen lesen, dann holt euch lieber jemanden, der es aufbaut. Denn das sind wirklich viele, viele Teile. Das Ganze hat zwei Kartons und die Aufbauanleitung. Ja, das sind doch schon ein paar mehr Seiten. Das Sportstech WRX 1000 Wasserrudergerät ist ausgepackt. Und hier ist mir doch direkt was positiv aufgefallen. Und zwar, hier ist nicht nur wie bei allen anderen Schränken zum Beispiel der Imbusschlüssel mit dabei, sondern hier haben wir zum ersten Mal, also jedenfalls für mich, sogar einen Gabelschlüssel mit dabei. Und wir haben hier auch nochmal eine Stecknuss mit dabei und sogar einen Kreuzschlitzschraubendreher. Also für alle Schrauben und Muttern, die hier dabei sind, ist auch das passende Werkzeug mit dabei. Aber jetzt bauen wir mal auf. So, das Sportstech WRX 1000 ist aufgebaut. Das Ganze hat gute 3 bis 3,5 Stunden gedauert und ging erstaunlicherweise richtig gut. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut an diesem Gerät. Die Aufbauanleitung ist wirklich hervorragend. Die Schrift könnte ein bisschen größer sein für mich als Brillenträger, aber grundsätzlich hat das alles einwandfrei funktioniert. Das Werkzeug, was dabei ist, passt wirklich hierfür hervorragend, bis auf die Kreuzschlitzschrauben vorne. Da ist der Kreuzschlitzschraubendreher. Nicht ganz ideal, aber völlig ausreichend. Also wirklich Daumen nach oben. Man braucht auch kein weiteres zusätzliches Werkzeug. Tipptopp, wirklich ganz, ganz tolle Sache. Was mir auch gut gefällt, ist die Materialanmutung. Es fühlt sich wirklich alles wertig an. Es ist zwar furniertes Holz, aber wirklich sehr, sehr schön furniert. Also wirklich, wirklich toll. Alles wertig hier, der Griff zum Anheben. Liegt wunderbar in der Hand. Ganz, ganz toll. Ganz toll. Der Griff ist super schön. Der Halter hier auch sehr, sehr schön gemacht. Also das ist wirklich sein Geld wert, finde ich. Was hat mir nicht so gut gefallen? Einmal die Sechskantmuttern hier, das sind Sicherungsmuttern, die haben keine Unterlegscheiben. Das heißt also, wenn man das Ganze zu fest anzieht, dann drücken sich die Muttern doch ein wenig ins Holz. Also da solltet ihr beim Anziehen etwas aufpassen. Oder Sportstech einfach ein paar Unterlegscheiben mehr beilegen. Als zweites gefällt mir nicht so gut die Kabelführung des Monitors, denn das Kabel ist hier, ja, das ist, also da hätte man über das Ganze irgendwie noch einen Schrumpfschlauch machen können oder so, dass das hier in diesem Bereich
nicht so lapprig da rumhängt. Und auch die ganze Kabelführung hier einfach nur mit Kabelbindern, die nicht mal richtig bündig abgeknipst sind, das ist nicht so schön. Ein weiteres großes Manko ist die Fußauflage. Ich habe Schuhgröße 41, wollte eigentlich so wie hier barfuß trainieren, einmal links dargestellt. Und ihr seht schon, dass die Lasche eigentlich hier, einmal der Klettverschluss ist zu kurz und es greift gerade mal an meinen Zehen. Also das ist nicht optimal. Die Schuhauflage ist hier schon in der obersten Position. Also man kann die leicht hochziehen, nach unten ziehen und die Schuhgröße verändern. Aber wie gesagt, schon in der obersten Position angekommen. Ist für Barfußtraining nicht geeignet. Und jetzt hier nochmal bei meiner Frau, die hat Schuhgröße 36 in den pinken Schuhen. Da ist es eigentlich unmöglich, barfuß zu trainieren und mit Schuhen, eher semi-professionell. Semi-optimal, ne? Semi-optimal. Ja, passt. Zu guter Letzt aber nochmal was Positives, denn hier oben kann man ein Tablet einstecken. Ich habe jetzt hier ein kleineres Tablet, aber für größere Tablets ist nach oben auch noch Potenzial. Und das ist hier doch recht, recht gut gelöst, finde ich. Das Display ist wunderbar ablesbar, funktioniert einmal frei. Also rundherum finde ich ein sehr, sehr schönes Rudergerät. Jetzt klappe ich es nochmal zusammen für euch, damit ihr seht, wie es im zusammengeklappten Zustand aussieht. Und dann füllen wir mal Wasser ein und dann kann das Training auch schon direkt losgehen. Also klappen wir es mal zusammen. Ich habe dafür mal den Strom ausgezogen und was ihr auch machen solltet, ist einmal die Halterung hier etwas nach vorne klappen, dann ansonsten kann es passieren, dass der Halter hier auf dem Boden aufschlägt. So, jetzt ist das Ganze ziemlich einfach. Einfach hier anheben, der Sitz rollt nach hinten und vorsichtig jetzt nicht die Hände klemmen und fertig ist das Ganze. Und schon könnt ihr es einfach direkt in die Ecke stellen. Klasse, oder? Beim Ausklappen leicht nach hinten klappen, den Fuß vorstellen, bis die Gummis auf dem Boden auftreffen und schon kann das Ganze, wenn man nach hinten genug Platz hat, aufklappen. Ganz easy, oder? Also, füllen wir das Ganze mal mit Wasser. Ich habe jetzt destilliertes Wasser gekauft. Ihr könnt natürlich auch Leitungswasser nehmen, müsstet dann aber eine spezielle Tablette mit einfüllen, sodass das Ganze nicht verkalkt. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil wenn der schöne Klarglasbehälter, das ist Plexiglas oder Acrylglas, wenn der natürlich von innen anläuft, das sieht natürlich dann nicht mehr schön aus. Deswegen habe ich destilliertes Wasser gekauft. War gerade mal ein Discounter im Angebot für 1 Euro. 49. 49, sagt der Kamerafrau, die Kamerafrau. Und das finde ich ist ein sehr, sehr guter Preis. Und jetzt füllen wir es mal ein. Hier an der Seite des Behälters habt ihr eine Wasserstandsanzeige von 9 bis 15 Litern. Ich werde das Ganze jetzt mit 12 Litern befüllen. Und über die Menge des Wassers könnt ihr auch den Widerstand einstellen sozusagen. Und zusätzlich habt ihr hier nochmal einen Drehknopf, wo ihr auch in Englisch die Resistance, den Widerstand, nochmal justieren könnt. Resistance, das war Französisch. Resistance, also Englisch, ne? So, weiter geht's. Genau, also, Füllstand haben wir und jetzt befüllen wir das mal. Kamera fru. Ja, wie ich ja vorhin schon beim Unboxing gezeigt hatte, ist hier so eine Pumpe mit dabei. Den steckt ihr in den Behälter rein. Einstecken, den anderen hier rein und dann pumpen wir mal. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn ihr einen Trichter habt, hier mit dem Trichter einstecken und dann einfüllen. Geht vielleicht viel schneller.
Aber so kriegen wir auch noch mal ein paar Handmuskeln. Das ist natürlich auch gut, wenn du mit dem Widerstand spielen willst, dann machst du es halt umgekehrt und machst aus 15 Litern wieder 12 oder so, ne? Da hat sie wahre Worte gesprochen. Klar, wenn ihr den Widerstand reduzieren wollt, das heißt, ihr wollt hier wieder Wasser entnehmen, dann einfach umdrehen, den Schlauch in den Behälter, den Schlauch hier rein und schon könnt ihr Wasser auch wieder ganz easy aus dem Behälter absaugen. Mann, sie ist so schlau. Mann, ist das klasse. Das hört sich schon gut an und fühlt sich gut an. Weltklasse. Wirklich. All diese Geräusche, es klingt wie Meeresrauschen. Ist doch wirklich Weltklasse. Also, grundsätzlich zu diesem Gerät. Ich bin sehr, sehr zufrieden, werde damit jetzt mal ein bisschen trainieren. Langzeit-Update kommt natürlich. Aber die Qualität, der Aufbau, alles tippitoppi. Ja, er will auch Feierabend machen. Also, für mich eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Ich denke, das ist so eine sehr, sehr gute Alternative zu Water Rower. Und preislich, ich habe das Ganze im Vorverkauf gekauft, da war es unter 1000 Euro. Jetzt momentan kostet es, glaube ich, 1060, so um den Dreh, 1050 circa. Und ich denke, vielleicht geht der Preis auch noch nach oben. Aber ich finde, das ist absolut sein Geld wert. Ein tolles Gimmick wäre noch gewesen von Sportstech, wenn ihr an dem Stromanschluss bzw. an dem Netzteil oder was das hier auch immer ist, noch einen USB-Anschluss verbaut hättet. So könntet ihr das Tablet nicht an einer externen Steckdose, so wie ich es jetzt machen muss, sondern direkt runter an dem Verteiler laden. Das wäre noch klasse gewesen. Aber das nur als kleine Anmerkung.